protest in Argentina's capital opposing the agrochemical company Monsanto. Monsanto ist der weltweit führende Hersteller von genmanipuliertem Saatgut und Pestiziden. Seit 2018 gehört er zur Bayer AG. Für viele steht der Name Monsanto für skrupellose Profitgier, die weder Moral noch Gesetz kennt und buchstäblich über Leichen geht. Stimmt das? Oder steht hinter Monsanto der Wunsch, alle Ernährungsprobleme der Welt zu lösen? So wie es Bayer auch heute aktuell auf seiner Homepage mit auffallend grünfarbigem Layout proklamiert. Health for all, hunger for none. At Bayer, we're led by our vision. Health for all, hunger for none. This vision is truly inclusive. We are supporting more and more people in need in all regions of the world. Join us in leading change that matters. Every day, we can help people and our planet thrive. Together for our future, with health for all and hunger for none. Gehört der Weltkonzern, der 2016 vor der Übernahme von Bayer einen Nettogewinn von 1,3 Milliarden Dollar erwirtschaftete, zu den Bösen oder zu den Guten? Hat sich nach der Übernahme von Bayer etwas geändert? Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir uns die Geschichte Monsantos ansehen und insbesondere die Art und Weise, wie Monsanto zu einem Weltunternehmen wurde. Monsanto wurde 1901 von John Francis Queeny in Missouri, USA gegründet. Es firmierte unter dem Namen Monsanto Chemical Works. Namensgebend war seine Frau Olga Mendez Monsanto. Queeny wollte gemeinsam mit einem einzigen Angestellten den Süßstoff Saccharin herstellen, der bis dahin nur in Deutschland produziert wurde und heute im Verdacht steht, Krebs auszulösen. 3 Jahre später wurde Koffein in die Produktpalette aufgenommen und 1905 Vanillin. Da gab es dann immerhin schon 3 Angestellte. Das Start-up überstand die ersten verlustreichen Jahre und boomte dann. 1912 war die gesundheitsschädigende Wirkung von Saccharin so weit bekannt, dass es in den USA für normale Lebensmittel verboten wurde. Es durfte nur noch an Diabetiker verkauft werden. 1915, also 10 Jahre nachdem das Unternehmen zum ersten Mal Gewinn abgeworfen hatte, lag der Umsatz bereits bei über 1 Million Dollar. 1920 und 1924 wurde Monsanto verklagt. Dem Unternehmen wurde vorgeworfen, sie hätten Saccharin trotz des Verbots weiter in den normalen Handel gebracht. Beide Verfahren wurden aus Mangel an Beweisen bzw. aus Uneinigkeit der Jury 1925 eingestellt. 1927 erfolgte der Börsengang. 1928 übergab John F. Queeny die Führung des Unternehmens an seinen Sohn Edgar Monsanto Queeny. Und damit beginnt eine lange Reihe von Geschäftsentscheidungen, ohne die unsere Welt wahrscheinlich besser dastehen würde. Die Produktpalette erweiterte sich in den nächsten Jahrzehnten kontinuierlich. Monsanto ist immer zur Stelle, wenn Profite in Aussicht stehen. Nebenwirkungen? Nebenwirkungen sind egal. Ein paar Beispiele gefällig. (lacht) 1942 stellte Paul Hermann Müller, ein Forscher des Schweizer Unternehmens J.R. Geigy AG, heute ebenfalls einer der Global Player der Pharmaindustrie, die insektizide Wirkung von Dichlordiphenyltrichloretan, kurz DDT, fest. Nach dem Krieg würde Müller für diese Entdeckung den Nobelpreis erhalten. Geigy schickte 1942 eine Probe ihres DDT-Insektizids Gesarol in die USA. Die hatten nämlich ein Problem.
Die Gesundheitsvorsorge und Hygiene war in den USA auf einem Stand, der die lebensbedrohlichen, ansteckenden Krankheiten weitestgehend unter Kontrolle hielt. Nach dem Kriegseintritt 1942 mussten die Soldaten in den Kriegsgebieten vor den dort verbreiteten Krankheiten geschützt werden. Insbesondere gegen Malaria, die durch Insekten übertragen wird. 1944 gehörte Monsanto zu 11 US-Firmen, die lizenzfrei DDT produzierten. Weil man sich im Krieg befand, machte das ein spezielles Programm der US-Regierung möglich. Aber das bedeutete für die US-amerikanischen Hersteller natürlich auch keine Lizenzgebühren, gleich höhere Profite. Der erste Großeinsatz von DDT fand 1944 in Neapel statt. Eine Fleckfieberepidemie wütete dort schon monatelang. Die Krankheit wird durch Läuse übertragen. Man benutzte Pyretrum, ein pflanzliches Insektizid, und DDT, um systematisch und konsequent die krankheitsübertragenden Läuse zu töten. Mit einem neuen Verfahren, bei dem das Insektenpulver mit einem Zerstäuber am Kragen direkt unter die Kleidung geblasen wurde, konnten große Teile der Bevölkerung schnell entlaust werden. Obwohl auch Pyretrum zum Einsatz gekommen war, feierte die Presse das als großen Erfolg von DDT. Fortan wurde das Gift als Wundermittel angesehen. Die USA verwendeten den Großteil des DDT zur Malaria-Vorbeugung im Südpazifik. 900 Tonnen pro Monat. Zum Ende des Krieges gar 1350 Tonnen. Vom Flugzeug aus wurden ganze Inseln mit DDT eingesprüht. Damals gehörte eine Sprühdose mit DDT oder Pyretrum zur Standardausrüstung der Soldaten. Sie konnten damit ihre Unterstände mückenfrei machen. Zu Kriegsende war DDT das Standardmittel zur Entwesung von Soldaten, Kriegsgefangenen und auch der Zivilbevölkerung. Nach dem Krieg, am 1. August 1945, wurde DDT in den USA zur zivilen Nutzung freigegeben. Nutzpflanzen sollten damit von schädlichen Insekten befreit werden. Ein riesiger neuer Markt tat sich für die herstellenden Pharmaunternehmen auf. Aber die zivile Nutzung bedeutete natürlich auch, dass die gesamte Bevölkerung mit dem Gift in Berührung kommen konnte. Jeder. Die FDA, die US Food and Drug Administration, zu Deutsch die US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel, sprach sich deswegen gegen die voreilige Einführung aus. Denn eine Untersuchung hatte nachgewiesen, dass DDT zu Leberschäden bei Ratten führte. Außerdem gab es schon damals Hinweise darauf, dass sich DDT in Körper und Milch anreicherte. Die FDA konnte sich nicht durchsetzen. Auch hatte sie damals keine rechtliche Befugnis, eine Freigabe per Veto zu verhindern. Nebenwirkungen? Egal. Immerhin setzte die FDA gesetzliche Höchstwerte fest. Interessant ist in dem Zusammenhang eines: die Haltung der Presse. Der Siegeszug des DDT nach der Neapel-Epidemie war von einem euphorisierten Presserummel begleitet. Und auch die FDA stemmte sich erfolglos gegen eine von der Presse aufgeputschte öffentliche Meinung. Zufall? Mitte der 50er Jahre stellte man fest, dass die Eierschalen von Vögeln, die mit DDT in Berührung kamen, immer dünner und zerbrechlicher wurden. 1962, 17 Jahre nach der Freigabe, wurde die DDT-Produktion bei Monsanto eingestellt. 2 Jahre nachdem Edgar Monsanto Queenie die Führung des Millionenunternehmens abgegeben hatte. Da war der Marktpreis für DDT pro Pfund von ursprünglich 1 Dollar auf 25 Cent gefallen. Ein Zufall? Heute wissen wir, selbst nach 40 Jahren ist einmal vom Körper aufgenommenes DDT immer noch nachweisbar. Selbst Jahrzehnte nach der Aufnahme kann DDT Krebs auslösen. In den meisten Industrienationen wurde es deshalb in den 70er Jahren verboten. Anderswo wird es aber immer noch zur Malaria-Bekämpfung verwendet. Pyretrum, das pflanzliche Konkurrenzprodukt, das bei Lichteinfall zerfällt, ist heute bei uns ebenfalls nicht zugelassen. Die Weiterentwicklung, sogenannte Pyretroide, werden aber sogar im ökologischen Anbau verwendet. Ein paar weitere Beispiele gefällig.
In den 40er Jahren begann Monsanto, polychlorierte Biphenyle herzustellen, besser bekannt als PCB. PCBs sind organische Chlorverbindungen, die als Weichmacher in Lacken, Dichtungsmassen und Isoliermitteln verwendet werden. Ein Problem ist, dass PCBs äußerst giftig sind und Krebs auslösen. Heute zählen PCBs zu den sogenannten dreckigen Dutzend. Das sind 12 Stoffe, die so gefährlich sind, dass sie 2001 im Stockholmer Abkommen weltweit verboten wurden. Weltweit ist bemerkenswert, weil, wie wir später noch sehen werden, Pharmaunternehmen wie Monsanto oder Bayer als schädlich erkannte Mittel, die so gefährlich sind, dass sie in einem Land verboten werden, einfach weiter produzieren und dann in den Ländern verkaufen, wo sie noch nicht verboten sind. Nebenwirkungen? Egal. Monsanto stellte die Produktion von PCB 1977 ein. Allerdings nicht aus eigenem Antrieb, sondern unter öffentlichem Druck. Und hier liegt ein gesellschaftliches Problem. Obwohl die Gefahren schon in den 70er Jahren allseitig bekannt waren, dauerte es noch 24 Jahre, bis die entsprechenden weltweiten Verbote in Kraft gesetzt wurden. Im Falle von PCB viel zu spät. Denn es hat sich auf der ganzen Welt ausgebreitet und ist auch heute, 20 Jahre nach dem weltweiten Verbot, allgegenwärtig nachweisbar. In unserer Atmosphäre, unseren Gewässern und in unserem Boden. Sollten die Hersteller dafür nicht zur Rechenschaft gezogen werden? Weitere Beispiele gefällig? Der Vietnamkrieg fand im Dschungel statt. Die US-Militärs wollten die Tarnung unter dem Blätterdach und die Versorgung des Gegners erschweren. Agent Orange ist der militärische Name des Entlaubungsmittels ihrer Wahl, das vom Februar 1967 bis zum April 1971 großflächig von Hubschraubern der US-Luftwaffe versprüht wurde. Das Ziel war die Aufdeckung feindlicher Verstecke und Versorgungswege. Es wurde auch auf Äcker gesprüht, um die Nahrungsversorgung der Guerillabewegung zu erschweren oder zur Erweiterung eigener Flugplätze und Militärbasen eingesetzt. Der Name kommt von den orangen Banderolen, mit denen die Giftfässer gekennzeichnet waren. Hergestellt wurde das Gift unter anderem von Mobay, einem Gemeinschaftsunternehmen von Monsanto und der Bayer AG. Das Problem mit Agent Orange ist: Das Herbizid lässt sich nicht herstellen, ohne dass im Herstellungsprozess Tetrachlordibenzodioxin, kurz TCDD, entsteht und das Produkt verunreinigt. TCDD ist als Dioxin hochgiftig und kann zum Tod oder schweren Organschäden führen. Es lagert sich im Fettgewebe des Menschen ab, schädigt das ungeborene Kind im Mutterleib und ist krebserregend. Geschädigt wurde damals nicht nur der Vietcong, sondern auch die zivilen Bewohner der betroffenen Gebiete und rund 200.000 US-Soldaten, die mit Agent Orange in Berührung kamen. Die USA verloren den Vietnamkrieg, aber das Ende des Krieges bedeutete für die Vietnamesen nicht das Ende des Leidens. Wenn sich TCDD im Boden und in Flüssen anreichert, kann es bis zu 100 Jahre überdauern. Die andauernde Dioxinbelastung durch den Einsatz von Agent Orange führt auch heute noch in Vietnam zu drastisch erhöhten Fehlbildungen bei Kindern, Krebserkrankungen und Immunschwächen. Nach Schätzungen des Roten Kreuzes litten 2002 etwa 1 Million Vietnamesen an gesundheitlichen Spätfolgen des Einsatzes von Agent Orange, davon 10% Kinder mit angeborenen Fehlbildungen. Nach sich hinziehenden Gerichtsverfahren wurden wenigstens die geschädigten US-Soldaten von den Herstellerfirmen finanziell entschädigt. Aber die Vietnamesen? 2005 wurde eine Sammelklage der vietnamesischen Opfer in den USA abgewiesen, mit der Begründung, dass der Einsatz von Agent Orange keine chemische Kriegsführung gewesen sei und damit kein Verstoß gegen internationales Recht vorgelegen habe. Bis heute wurden die betroffenen Vietnamesen nicht entschädigt. In der gleichen Zeit erweiterte Monsanto das Tätigkeitsfeld.
Mit LEDs lässt sich Geld verdienen, also stellte Monsanto LEDs her. Das Erdölgeschäft scheint profitabel, also betätigt sich Monsanto dort. 1972 werden Ölraffinerie und Tankstellennetz an Tosco verkauft. Von der Erdölförderung trennt man sich Mitte der 1980er Jahre. 1981 wird der Bereich Biotechnologie gegründet, der in der Folgezeit schnell in den strategischen Fokus des Unternehmens rückt. Schon 1982 gelingt Mitarbeitern von Monsanto als ersten die gentechnische Veränderung einer Pflanzenzelle. 1983 stellt Monsanto den ersten Patentantrag für eine gentechnisch veränderte Pflanze. Was ein bürokratischer Akt ist, lässt sich aber natürlich ethisch hinterfragen. Ist es zulässig, ein Patent auf ein Lebewesen anzumelden? Und wo endet das? 1987 gibt es in den USA den ersten Feldversuch mit gentechnisch veränderten Pflanzen. 1994 kommt das erste von Monsantos biotechnischen Produkten auf den Markt. Posilac, ein Wachstumshormon zur Steigerung der Milchleistung von Kühen. In der Folge werden für Milliardenbeträge wichtige Konkurrenzunternehmen aufgekauft. 1997 Calgene, der Hersteller der Flavor Saver Tomate, der ersten in den USA zugelassenen gentechnisch veränderten Pflanze. 1998 verschiedene Saatgutkonzerne, darunter Cargill, ein international agierender Saatgutriese. Diese Aufkäufe machten Monsanto zum zweitgrößten Saatguthersteller der Welt. Schon die ersten Aufkäufe verdeutlichen den neuen Fokus des Unternehmens. Folgerichtig wird Monsanto in den folgenden Jahren umstrukturiert. Zuerst wird das Chemiegeschäft ausgegliedert, dann im Jahre 2000 der Agrarsektor. Die verbleibenden Teile fusionieren mit Pharmacyer and Upjohn zu Pharmacyer, ein Unternehmen, das 3 Jahre später in Pfizer aufgehen wird. Nach der Pharmacyer-Fusion übernimmt der ausgegliederte Agrarsektor wieder den frei gewordenen Namen Monsanto und legt damit den Grundstein für das Monsanto, wie wir es heute kennen. Die aggressive Aufkaufsstrategie verfolgt ein einziges Ziel: Monsanto eine weltweite Monopolstellung zu verschaffen. Das gelingt auch. Nach einer Schätzung der Etc. Group erwirtschaftet Monsanto 2007 72% des weltweiten Umsatzes durch gentechnisch verändertes Saatgut. Und auf 87% der weltweiten Gentechnik-Anbauflächen stehen Pflanzen mit Monsanto Biotechnologie. Aber wie funktioniert das Geschäft von Monsanto? Verkauft Monsanto einfach seine Gensaat? Weit gefehlt. Das Rezept der Gentechniker ist viel perfider und sieht so aus. Nimm eine Pflanze. Verändere ihr Gen dergestalt, dass sie eine Giftdusche des ebenfalls von Monsanto hergestellten Pestizids Roundup überlebt. Und verkaufe beides zusammen als Paket. Erzähle den Bauern, dass ihre Erträge wesentlich höher sein werden, auch wenn das nicht stimmt. Lasse sie unterschreiben, dass sie keinen Teil der Ernte für die Aussaat zurückhalten dürfen, obwohl das weltweite bäuerliche Praxis ist und seit Menschengedenken war. Vor Monsanto. So müssen Bauern jedes Jahr neues Saatgut kaufen. Verschweige, dass auf Roundup verseuchtem Boden keine anderen Nutzpflanzen mehr wachsen werden. Verschweige, dass das Unkraut nach einer Weile gegen Roundup resistent wird. Verpflichte die Bauern vertraglich zu Stillschweigen und schicke dann Mitarbeiter, die sogenannte Seed Police, über die Felder, die aktiv nach Patentverletzungen suchen. Das funktioniert auch bei den Nachbarn, die nie einen Vertrag mit Monsanto abgeschlossen haben, wenn der Wind Samen von genmanipulierten Pflanzen in deren Felder weht. Am besten funktioniert das Ganze bei Bauern, die weder lesen noch schreiben können. Wir können nur hoffen, dass die Absicht hinter dieser Strategie rein wirtschaftlicher Art ist. Vandana Shiva, Trägerin des alternativen Nobelpreises, sagt dazu: Der Konzern weiß, wenn er das Saatgut kontrolliert, kontrolliert er die Ernährung. Das ist seine Strategie. Diese Strategie ist wirksamer als Bomben, wirksamer als Waffen.
Sie ist das beste Mittel, um die Völker der Welt zu kontrollieren. Roundup ist der Markenname in der Produktpalette Monsantos. Besser bekannt ist der Name des Wirkstoffs, Glyphosat. Was die Gefahren angeht, lügt das Unternehmen, dass sich die Balken biegen. Biologisch abbaubar steht auf dem Etikett von Roundup. 1996 klagt der Staat New York gegen die Lüge und gewinnt nach einem Gang durch die Instanzen. Das ist dann das Ende des Etikettenschwindels, zumindest im Staat New York. Monsanto folgt der Strategie vieler Pharmaunternehmen. Man macht, was nicht verboten ist. Da, wo es noch nicht verboten ist. Beweisgefällig? 2007 findet in Frankreich ein Prozess gegen Monsanto statt, mit dem identischen Vorwurf des Etikettenschwindels. In Frankreich und anderswo wird nämlich zu der Zeit immer noch damit geworben, dass Roundup biologisch abbaubar sei. 10 Jahre nach dem rechtskräftigen Urteil in New York. Auch in Frankreich geht Monsanto durch die Instanzen und unterliegt am Ende. Das ist das Problem mit international agierenden Firmen, die so reich sind wie Monsanto. Sie ziehen auch verlorene Prozesse bis in die letzte Instanz durch, nur um Zeit zu schinden, und machen dann im Rest der Welt einfach so weiter. Als wären Menschen in anderen Teilen der Welt weniger gefährdet. 2018 wurde Monsanto von der Bayer AG übernommen. Das führte zu einem erdrutschartigen Fall der Bayer-Aktie, die fast die Hälfte ihres Wertes einbüßte. Aber hat das etwas an den Geschäftspraktiken Monsantos geändert? Bayer Monsanto kündigte an, Roundup in den USA 2023 aus dem Handel zu nehmen. Was war geschehen? Glyphosat gilt als umstritten. Zwar gibt es Befürworter, aber es gibt eben auch eine Reihe von rechtskräftigen Urteilen in den USA, die durch alle Instanzen gingen, an deren Ende Monsanto immer verlor bzw. außergerichtliche Einigungen erzielte. In allen Fällen, in denen bis zum Ende prozessiert wurde, kamen die Gerichte zu der Überzeugung, dass Monsantos Pestizid Roundup zu den schweren gesundheitlichen Schäden der Betroffenen geführt habe. Die gezahlten Entschädigungen bewegen sich in Milliardenhöhe. That glyphosate in Argentina is causing increases in cancer. You can drink a whole quart of it and it won't hurt you. It's, yeah, you want to drink some? We have some here. I'd be happy to, actually. But you, not really, but... Not really? I know it wouldn't hurt me. I mean, me. If you say so, I have some glyphosate. No, I'm not stupid. Ah, okay, so you... No, but I know... So it's dangerous, I know, right? No, people try to commit suicide with it and fail fairly regularly. Tell the truth. It's not dangerous to humans. No, it's not. So are you ready to drink one glass of glyphosate? No, I'm not an idiot. Interview me about golden rice. That's what I'm talking about. Okay, then it's finished. Then the interview is finished. That's a good way to solve things. Yeah. You're a complete jerk. Deshalb nimmt Bayer Monsanto Roundup aus dem Handel. In den USA. Der Pharma-Riese scheut das Prozessrisiko dort. Im Rest der Welt wird das Gift lustig weiterverkauft. Nebenwirkungen? Egal. Zum Vergleich. In Deutschland werden etwa 37% der Anbauflächen mit Glyphosat behandelt. Stand 2017. Und das trotz der Gerichtsurteile in den USA. Aber in dem Zusammenhang gibt es 2 weitere pikante Details. Was heißt das, ein Stoff ist umstritten? Das heißt, manche haben sich für die Gefährlichkeit eines Stoffes ausgesprochen und manche dagegen. Man braucht also nur einen öffentlichen Befürworter, um einen Stoff aus der Schublade gesundheitsgefährdend in die Schublade umstritten zu befördern. Foodandwaterwatch.org beruft sich auf interne E-Mails von Monsanto-Mitarbeitern und beschreibt in einem Artikel, wie Monsanto wissenschaftliche Meinungen produziert, die die Ungefährlichkeit von Glyphosat für die Öffentlichkeit beweisen sollen, wie Wissenschaftler angeheuert werden, um von Monsanto vorgefertigte wissenschaftliche Studien nur noch zu unterschreiben. Ähnliches wirft auch Tiruvedha Jagadishan Monsanto vor, der fast 20 Jahre bei Monsanto Indien beschäftigt war. Er behauptet, Monsanto fälschte wissenschaftliche Daten, um in Indien Genehmigungen für ihre Produkte zu erhalten. Und hier kommt das zweite pikante Detail.
Am 9. Mai 2019 veröffentlichte die angesehene Zeitung Le Monde, dass Monsanto heimlich seit 2016 in Frankreich Listen anlegte mit persönlichen Informationen über Politiker, Beamte, Journalisten, Leitern von Berufsorganisationen oder öffentlichen Organisationen, die sich allesamt in Europa mit der Zulassung von Glyphosat und Gentechnik beschäftigen, mit dem Ziel, diese zu überwachen und zu beeinflussen. Die Pariser Staatsanwaltschaft eröffnete ein Ermittlungsverfahren. Der neue Mutterkonzern Bayer entschuldigte sich umgehend und gab später zu, dass Monsanto europaweit seit Mitte des Jahrzehnts mit solchen Listen gearbeitet habe. Was sagen solche Praktiken über die Befürworter von Monsantos umstrittenen Produkten aus? Und das ist nicht das erste Mal gewesen. Am 6. Januar 2005 wurde gegen Monsanto ein Bußgeld von 1,5 Millionen US-Dollar verhängt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Monsanto von 1997 bis 2002 mindestens 140 Regierungsbeamte in Indonesien bestochen hatte, um die von der dortigen Regierung geforderte Umweltrisikoabschätzung zu unterlaufen. Es ging um die Einführung der gentechnisch veränderten BT-Baumwolle Bolgard. Das Problem ist, dass ein Unternehmen wie Monsanto 1,5 Millionen Bußgeld aus der Portokasse bezahlt. Es ist davon auszugehen, dass diese Fälle, bei denen Monsanto erwischt wurde, nur die Spitze des Eisbergs darstellen. Nebenwirkungen? Egal. Monsanto ist ein Pharma-Riese, dessen Produkte nachweislich die Welt verseucht haben, der mit nachweislich kriminellen Geschäftspraktiken arbeitet, der nachweislich lügt und betrügt, der nachweislich Entscheidungsträger besticht. Der Slogan Health for All, Hunger for None ist ein Hohn. Die Welt wäre ohne Monsanto besser dran. Auch ohne Bayer Monsanto.